Bist du viel mehr. Nein, Hey, ich nicht hab wirklich. maximales Leben. Gratuliert mir, danke. Nein, hast du nicht. Stimmt, hast du. Ui, ich schwimm durch Lava. Einfach mal, um diesen coolen Lava-Effekt zu zeigen. Yeah, ich schwimme durch die Lava. Bloß auf damit. So, und jetzt gehe ich nach oben. So, und wo ist Mr. Merchant? Da ist Mr. Merchant. Der verkauft echt Mana-Tränke. Ja gut, dann verkaufe ich mir auch jetzt in Zukunft Mana-Tränke. Du hast doch eine Pistole, oder? Ja. Gut, dann hier, Silbermunition. Könnte man bei Blutmond kaufen. Oh, 151. Oben in der Truhe liegen auch nochmal 50 irgendwo. Na, gib mir mal diese Willkommen zurück! Der Kleidungshändler ist auch schon wieder da, vielleicht ist er auch schon vorne gekommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich schauen, was ich mit den Feuerblümchen. Ah ja. Haben wir Federn? Ich weiß es gerade nicht. Ich auch. Ne. Wir brauchen auf jeden Fall Waterleaf und Feuerblumen. Waterleaf, Feuerblumen, Obsidian. Ich bin so lange hier unten in der Helle noch weiter. Oder ich versuch's mal ein bisschen irgendwas hier voranzukommen. Okay. Okay, gut, gut. Wir machen hier Alchemie. Waterleaf. Blinkroot. Obsidian und was noch? Ich hab's gerade gesagt. Ich hab keine Ahnung. Ja, war ja klar, dass du mir wieder nicht helfen kannst. Ah, wobei denn? Das ist alles vergessen. Ah, schön. So, Wasser brauchen wir wahrscheinlich. Und dann brauchen wir noch Obsidian. Haben wir ganz, ganz viel noch von unserer letzten Tour. Sollten wir zumindest irgendwo haben. Irgendwo ist gut. Ja, irgendwo ist sehr gut. Denke ich mir auch gerade. Hier, 104. Hä? Wieso kann ich die nicht tauschen? Ach, die kann man maximal zwei. Hä? Yay! Ah, okay. 20 ist maximal von denen, okay. Da haben wir noch zwei Feuerblümchen. Da haben wir noch ein bisschen Geld von mir. Da haben wir sogar noch Herzen drin, okay. Das wollte ich mitnehmen. So. Okay. Brauche ich noch was? Ich weiß es gerade gar nicht. Den kann ich bauen. Und was brauche ich für den anderen noch? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Dann schaue ich eben nochmal nach. Ein Dämon tötet man, da kommen 1000 Milliarden Dämonen nach. Das ist. Willkommen in Terraria. So. Ach, Federn. Federn. Ob ich Federn habe? Ich glaube eine oder so. Höchstens. Ne. Ich habe den Untergrunddschungel gefunden. Ernsthaft? Ja. Okay. Ich Federn. Obwohl ich diesen verfickten Trank habe, sterbe ich, wenn ich über Lava gehe. Ja, das ist nicht schön. So. Egal. So, brauchst auch nicht mehr den jetzt. Wir haben hier voll die neuen Technik und so. Ja, gib mir was. So, wir haben jetzt 5 Obsidian-Skin-Potions. Trink, mein Freund. Was bringen die? Stoß mit mir an. Wenn du lesen kannst, brauche ich dir nicht sagen. Was bringen die? Hey, 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 komm mal mit. Siehst du den, diesen Guide da oben stehen? Ja. Stirb, Guide! Stirb! Ich hab so ein Obsidian-Ding getrunken. Hast du Gravitationstrank? Nee, ne? Nee. Da brauchen wir Federn für. So, ich habe auch diesen Anti-Lava-Trank getrunken. Schauen wir doch mal. Wir könnten dann eigentlich die Stelle da unten mit Lava füllen und dann könnten wir uns von hier oben in Lava reinfallen lassen. Moment. Ich kann mir auch so reinfallen lassen. Stein, okay. Ich dachte gerade schon. Ich habe ja schließlich ein Hufeisen. Deine Mama ist ein Hufeisen. Ich habe meine Fackeln rausgeworfen. Fail. Fackel? Egal. Dann fliege ich ihn mit einer Bombe. Nein, lieber nicht. Bombe! What the fuck? Explodiert die Bombe gleich vor meinem Gesicht, wenn ich hier unten ankomme.
Ich krieg mich hier unten nicht. Hier unten bin ich sicher. Ja, wir können übrigens schon anfangen, jetzt Hellstone hier abzubauen, gell? Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Was bringt uns das? Wir brauchen Hellstone für ewig viele Sachen. Hey, der Guide ist wieder eingezogen. Ich geh kurz nach... Oh nein. Dann bräuchten wir noch diesen Wechseltrank, dass man Luft statt... also Wasser statt Luft atmet. Dann könnten wir hier in der Lava stehen und abbauen. Voll episch. Oh, ich hab den Wurm sogar erwischt. Cool. Wofür brauchen wir nochmal das Zeug hier? Was? Ob sie das Hellstone. Für Rüstungen, für Waffen. Okay. Werkzeug. Für alles. Aber sicher unendlich davon, ne? Ja. Circa 1000 würde ich sagen sogar. Oh mein Gott, wir hatten so viel Lust abzubauen. Ja, ich sag doch, es gibt, es ist sehr nervig. Pass übrigens auf, dein Trank läuft bald aus, gell? Oh Gott. Wollte ich nur gerade so an der Stelle noch anmerken. Weil du es sicher verpasst hättest. Obwohl, ich witzig gewesen. Ich suche die Truhen. Wenn ich welche finde. Rechts habe ich schon alle Truhen geöffnet, gell? Richtung rechts. Richtung links habe ich noch nicht keine gefunden. Hättest du mal früher sagen können. Tut mir leid. Ah! Oh Gott, ich sterbe. Okay. Nicht. Du bist tot. Ja, ich frage mich wieso. Weil dein Trank abgelaufen ist. Ja, ich habe gerade neuen getrunken eben. Wahrscheinlich muss man, während man einen neuen trinkt. Dann rausgehen oder so. Von Homo. Okay. Ich habe aber nur einen Trank bekommen von dir. Mhm. Hast du deinen Spawn jetzt wenigstens mal neu gesehen? Wo ist denn dein Spawn? Warum ist meiner hier hinten? Weiß ich nicht. Ah, ich habe ein Loch da in die Wand geschlagen, aus Versehen. Sehe ich gerade. Na? Sieht das nicht cool aus? Okay. Loch auffüllen. Ach ja, ich gehe aufs Klo. Spaß. So, sieht doch keiner. Kann man Spawn wieder reinsetzen? Ja. So. Auch nach unten. Was möchtest du? Nach unten. Du möchtest nach unten. Dann geh doch mal nach unten. Und lass mich endlich in Frieden. So tue ich alles nach der Folge. Ich glaube, er ist weg. Ja, kommt mir gerade so vor, als wäre er einfach verschwunden. Ninja AFK oder so, wie man auch immer sagen sollte. Star Fury bringt mir nur was an der Oberfläche, falls sich jetzt jemand beschweren möchte, dass ich den nicht einsetze. Den Höllenofen, den werde ich jetzt gleich hier hinstellen. Magic Missile ist immer geil. Hellfire Arrows sind auch cool. Tu noch eine Kotzung hier rein. Obsidian und solche Schmarrn brauche ich hier nicht. Die Steine möchte ich aber weiterhin mitnehmen. Das Silberohr brauche ich nicht. Und das ziehe ich wieder natürlich an, dass ich auch auf diesen Stein laufen kann, ohne zu sterben. Hallo. Hallo, Mr. Moore. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Halt die Fresse. So. 10 Bahnen haben wir schon mal. Können wir uns gleich mal nicht. Ich hab da eine Guide Voodoo Puppe. Auch. Sogar 2 Stück. ich merk sowas gar nicht. Also, ich sag dir mal alles, was wir aus den Hellbars machen können, gell? Okay. Einen Flamerang, also ein Flammenbumerang. Einen Molten Fury, ein Bogen, der Pfeile beim Schießen anzündet direkt. Ein Feuergroßschwert, eine Molten Pickaxe, einen Molten Hamaxe. Ein Phoenix Blaster, also deine Pistole können wir mit 20 Hellbars zu so einer Flammenpistole machen, die dann nochmal 10 Schaden mehr macht pro Schuss. Und eine komplette Rüstung. Die Rüstung machen wir nicht, die ist voll die Verschwendung.
Oh, und hat auch mittlerweile ein neues Rezept, sehe ich, mit einer Gold. Was ist eigentlich die beste Rüstung? Nix, so wie du hast, passt eigentlich schon. Was ist eigentlich die beste Rüstung? Hallo, hörst du mir zu? Ich will aber die beste haben. Beste von was? Beste von Angreifen her oder beste vom Verteidigen her? Angreifen. Ja, da hast du sie doch schon an. Verteidigen. Das ist die aus Molten. Brauchst du eine komplette Goldrüstung und circa 35 plus 40, 75, 105, 105 mal 6. Calculator. Das habe ich bestimmt schon mal im Let's Play gemacht. Ja. Kann ich mich, glaube ich, sogar erinnern. 105 mal 6. Du brauchst 630 Hellstone für die Rüstung. Und dann noch eine komplette Goldrüstung. Und das wird für dich ein wenig schwer, weil du die ganze Zeit sowieso stirbst. Haha. Kann ich eigentlich irgendwas Episches in den Truhen finden? Ja. Zum Beispiel diesen Speer. Benutzt du den auch? Der ist doch voll scheiße. Dann gib ihn mir. Nein. Nein, noch was Besseres, meine ich. Ja, ein Schwert. Okay, ich suche weiter. Glaube ich, oder? Nee. Nee, wir müssen nur das Feuerschwert noch daraus machen. So. Dann kriegen wir jetzt das Skaberschwert, das brauchen wir dafür noch. Hast du Spinnennetze vielleicht? Gerade dabei? Dabei habe ich keine. Okay, dann gehe ich ein bisschen hoch in die Höhle. Hol Spinnennetze, weil dann tun wir da unten Spinnennetze hin. Das ist dann unser Abbremser. Den müssen wir nur immer wieder hinbauen. Ach, ist mir egal, ich hab doch eh nicht. Ja du, aber ich sterb hier jedes Mal. Ich will diese Boots, dass ich fliegen kann. Die Rocket Boots. Ja. Ja. Wir müssen mal Himmelsinseln suchen. Auf einer Himmelsinsel wirst du die nie finden. Da kannst du dir 2000 Himmelsinseln absuchen. Haben das nicht deine Abonnenten gesagt irgendwie? Meine Abonnenten sind scheiße. Die haben gesagt, auf der Insel gibt's 4 Dinge. Ja, die Rocket Boots gibt's zwar auch, aber in einem von 1000 Fällen. Von der Goblin-Armee gibt's jede dritte Goblin-Armee, okay. Ja, wann kommt die Goblin-Armee? Müsste bald kommen. Was bringt die Goblin-Armee? Die verliert die Raketenstiefel. Wann kommt die Goblin-Armee? Sobald ich deine Mama geknallt hab. Dann mach! Scheiße! Alter! Ich will die Goblin-Armee! Nein, aber... Also wann können wir jetzt nochmal das Gabba-Schwert bauen, das letzte, das ultimative aus allen Schwertern? Sobald wir... Wir haben doch alle Schwerter sonst, oder? Muramasa haben wir? Ja. Wir brauchen nur noch das Feuerschwert. Da bin ich gerade dabei... Wie brauchen wir für das Feuerschwert? Dann helfe ich dir. Ich baue einfach ganz viel von dem verfickten Stein ab, dann haben wir es schon bald. Ich habe schon 10 Bahnen und man braucht 35. Okay, ich baue ab, so schnell es geht. Kannst du mal rechnen, 6 mal 35, dann weißt du, wie viel wir gesamt brauchen. Ich habe auch keine Obsidian-Scheiß-Dings mehr, um mir was abzubauen. Wie, du hast keine Obsidian-Spitzhacke mehr? Tränke. Ach so, ja, ich auch nicht mehr. Es gibt ja genügend von der Insel aus, kannst du ja genügend abbauen. Ich bin gestorben. Ich komme gleich zum Abbauen, ich sterbe nur. Können wir nicht irgendwie cheaten? Nee, tut mir leid. Schade. Battle einfach deinen Abonnenten nach an. Noch was? Noch was soll ich da battlen? Weiß ich nicht.